So, machen wir die zweite. Mal schauen, ob wir da irgendeinen findet. Und noch heil dort drin. So, was brauchst du? Da hast du ein bisschen Nahrung. Gut, dass ich sie getroffen habe. Ist dir besser als meine jetzige? Danke, Zivilist. Du? Aber jetzt richtig Headlag. Ups, Laptop. Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfloß versteckt. Die TTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Können wir mal zuerst den Kreisflügel gehen später. Aber wie... Was schon... Da braucht niemand Loot haben. Links von mir ist doch etwas. Komm. Noch schnell zu dem Kampf, aber der ist ja, glaube ich, was anderes. Jungs! Hui! Bei dem geht's ab, hä? Hey, Junge. Ich glaube, das ist zu viel für ihn, oder? Hallo? Was machst du? Dem geht's ab. Ja, ist voll im Dancefloor. Jetzt nicht mehr. Gott. Nice Haus. So, Hundi, lass mich durch. Eieiei. Da vorne zum Kampf. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Jo. Hey, hast du Geld? Ha? Was ist das für eine Uhr? Ja, Ziel irgendwo in die Luft raus. Die, vor allem, ich bin alleine, du nu. So, First Aid Kit kann ich einsetzen. Wieder Leben haben. Brauchen wir nicht. Wir haben den ganzen Loot mit. So, da haben wir sicher auch etwas hin. Müsli. Müsli-Riegel. So, der Schlüssel zu meiner Nachttür. Das ist ja, was wir eigentlich schon in der Beta schon gesehen haben. Zivilisten sind sicher. Dann mach schnell durch, er will den Loot. Schlechtere Handschuhe als ich jetzt schon. Ich gebe das weiter versprochen. Ist alles gut, Jungs? Dann gehe ich nämlich weiter. So mach.
Ich hab grad etwas vorne weggeploppt. Ich mein schon. Irgendetwas ist weg. Schatzle. Sie haben ein gutes Herz. Eine Schutzmaske. Der Schlachtraum. Was ihm. Lolhaha, was lolhaha. Ah, ein Kollege von mir hat gerade etwas Witziges geschickt. Bots da hin und so. Ich meine, statt da kein Strom, aber für so Display laden müssen oder was? Mit der Roni. Der Roni. Mal schauen, was der Roni für uns hat. So, gehen wir düsen. Oh, Roni. Das LMB will Grand Central unbedingt heilen. So, Roni, was hast du für uns? Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan und zwar vor allem, weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung. Ja, ja, nur kein Problem. Wir werden das schon ein bisschen lösen. Die Upgrades funktionieren gut. Danke für Ihre Hilfe. Okay. Dann werden wir den XP-Boost benutzen, dass man ein bisschen schneller levelt. Also. Mal bitte. Ja, Vorteile: XP-Boost. Oder ist der schon automatisch auch? Kann er also Vorteile, ja, das ist automatisch activated. Was ist da oben? Techflüge. Wir machen für die Techflüge. Werde. Ja, bitte blöd, oder? Du tust ihm ja weh! Techflügel ist was für Farb? Orange. Irgendetwas mit U-Bahn. Ja, orange. Was machst du denn da? Du tust ihm ja weh! Oh mein Gott. Allen, die mich hierher geschickt haben, ein herzliches. Die Stromversorgung ist eine unserer Top-Prioritäten. Und unsere beste Chance auf eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Pathway-Baustelle. Mhm. Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes daraus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Okay. Wir haben keine neue Loot bekommen, das ist schon in Stufe 4.
Laufen wir mal schnell vor. Will im Level die U-Bahn? Oh mein Gott. Machen wir das erst. Egoistisches Schwein. Weißt du, es ist doch mir scheißegal. Warum auch? Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefasst. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Komm. Ich glaube, der blieb da. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Gewerk. Nix, oder? Nehmen wir mal. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Nicht gar nicht. Und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Was? Ich bin voll locker. So, und das ist ja letztes Mal bei der Beta, aber das muss ich. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Wir nutzen die Dogstick. Aua. Du bist schlafes Opfer. Allein ist das eindeutig schwer. Eindeutig. So, wenn eine Granatwerfer hast, bis zu mir eine Granate kann schmeißen. ESL. Weitere Feinde entdeckt. Er weiß, dass er diese Mistkelle, ich bin alleine. Sorry, geil. Aua! Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Was schön.
Ist so ohne Glauben nichts zu looten. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns ja auch ein Spiel angesehen. Ach ja. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Das neu. Zwei Medipacks ist maximal losgegangen. Jetzt bin ich eigentlich vom Mobben oder so. Eindeutig Cybermobbing. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden. Der versuchte Bericht gar nicht hier, wie ich weiß. Also passen Sie auf. Hat denn da Neues? Ah ja, genau, Waffenmod. Wer die Werkpunkte gemacht hat, ist auch ein Grüezi. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Bier, du bist jetzt nur allein, Schatz. Ich habe jetzt voll. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wohin eigentlich nicht? Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Nirgends Loot? Ah, ich weiß, was Loot hat. Dank der Beta. So ein besserer Rucksack. Das ist nur ein Bit Space. Eigentlich sind beide gleich. Jetzt sind wir wo? Jetzt hat es da hinten noch etwas. Mal schauen. Mein Inventar ist voll.
Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Okay. Ich bin tot. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Ich will eine Kugel sich in die Stadt. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte ihn den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Hätte ich auch, wenn du kochen. Wenn wir wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. So, neue Knarre, die Scheiße. Kann ich den Mod zu wenig. Warum ich ja nicht durch den Rauchen durch. Alles klar.
Mach mal gerade beide auf. Alle Loot einfach mitnehmen. Haben wir leider schon voll. Gehen wir schnell die Basis zurück. Ja, gehen wir das mit dem Sprung machen. Lauf doch nur langsamer. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Jessica! Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun. Haben wir einen Online? Lama, Vorräte 200. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Das ist perfekt, Agent. Diese Dekontaminationsanlagen werden Leben retten und die Ausbreitung der Seuche stoppen. Hey, kommen Sie ruhig näher. Nein, kein Bock. Tallinn, Tallinn. Also, ja, so jubel. Sieht so aus, als hätten wir ein ordentliches Lagezentrum gefunden. Wir können die Operation für Midtown von hier aus planen. Ja, gut. Wir haben Benitez gerettet. Und sogar waren Sie schon am Times Square? Nope. Nach der Neubs. Auch wirklich klar. Ich tue von hier aus, was ich kann. Ah, doch. Wachpost. Einfach das. Dann haben wir noch den Orange. Und der Orange schiebt mir mal. Da. Sonst haben wir nicht. Haben wir jetzt mal unser Shit bekommen. Doch da ist doch nicht.
Also, folgender Vorschlag. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfloß versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. So, dann würde ich sagen, wir können doch schnell Pause und ich sehe uns im nächsten Video.